Auf den ersten Blick ist die Meinker GmbH eine ganz normale Firma für die Straßenunterhaltung mit insgesamt 50 hochqualifizierten Mitarbeitern. Doch das mittelständische Unternehmen aus Rüdersdorf bei Berlin ist einer der Spezialisten für die Patch-Technologie. Also ich könnte mir keinen Auftraggeber vorstellen, dessen Wünsche wir bezüglich Patcher nicht erfüllen können. Ein ganz normales Fahrzeug verwandelt sich in weniger als einer Stunde von einem Fahrzeug für Straßenbau und Straßeninstandsetzung hin zu einem Fahrzeug für Baumpflege und Baumfellarbeiten oder einem Fahrzeug für den Winterdienst. Wir als Meisterei zum Beispiel verfügen über die Technik als Basisfahrzeug und über die Leute. Für mich ist es interessant, dass ich nur den Aufsatz mieten bzw. nutzen kann. Es gibt natürlich dann auch Kommunen, die dann mit so einem Fahrzeug nicht ausgerüstet sind, die dann beides benötigen, also den LKW mit Aufsatz. Besonders beliebt bei Kommunen und Straßenmeistereien ist das kleinste Patcher-Fahrzeug, der Multicar. Ja, ich bin sauber die ganze Woche, sitze nicht im Schmutz und die Sicherheit ist ebenfalls größer geworden für mich. Patch-Technologie, das ist die sichere, saubere und effektive Sanierung von Straßen. In einem ersten Arbeitsgang wird die Schadstelle, ein Riss oder ein Schlagloch, durch Ausblasen mit Luft gereinigt. Danach folgt das Anspritzen einer Bitumenemulsion, die eine optimale Verbindung mit dem Untergrund ermöglicht. Es folgt die Beimischung eines Edelsplitts zur Bitumenemulsion, welcher mit Druckluft in die schadhafte Stelle eingebracht wird. Zum Schluss wird dann nur noch reiner Splitt abgestreut. Die Straßen müssen nicht komplett gesperrt werden und die behandelten Stellen sind sofort wieder befahrbar. Für die Bedienung ist bei der Meinker GmbH nur ein Mann erforderlich. Ich kann den Arm schwenken, ich kann die Zufuhr von Emulsion und Splitt steuern. Die Größe der Schadstellen kann ich einstellen mit der Höhenregulierung. Sitze in meiner Kabine, klimatisiert, bin aus dem Verkehr raus, aus dem Schmutz raus. Doch das war nicht immer so. Die Männer von der Straßenmeisterei Biesenthal können sich noch an die weniger guten alten Zeiten erinnern. Überall Teergestank, körperlich schwere Arbeit, 5 Arbeitskräfte an einem Schlagloch und die Arbeit hinter den Fahrzeugen äußerst gefährlich. Ja, jeder wird das sicherlich schon oft gesehen haben und gehört haben, wie viele Unfälle gerade bei der Straßenunterhaltung passieren. Und jeder Unfall, wissen wir, ist ein Unfall zu viel. Jetzt arbeite ich entweder davor bzw. noch viel besser seitlich der Fahrbahn bzw. im Fahrerhaus. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter bleibt immer erhalten. Die funkgesteuerten Arbeitsgänge über einen Joystick oder eine portable Funknahbedienung ermöglichen das Arbeiten vom Fahrerhaus oder an allen anderen Standorten unmittelbar am Schwenkarm. Keine körperlich schwere Arbeit mehr, höhere Sicherheit für das Personal und weitere Kosteneinsparungen durch eine effektive Arbeitsweise sind die Vorteile. Firmenchef Kurt Meintger hält große Stücke auf seine Ingenieure und Werkstattleiter Mike Markmann. Sie tüfteln immer neue Verbesserungen aus. Wir versuchen es, im Prototyp zumindest, dass wir in der Lage sind, das Fahrzeug im Baustellenbereich kurze Strecken vor- und rückwärts zu bewegen. Die Patch-Fahrzeuge der Meinker GmbH können an jeden Kundenwunsch angepasst werden. Selbst im Frühjahr, im Herbst und im Winter sind sie im Einsatz. Lassen die niedrigeren Temperaturen Sanierungsarbeiten auf den Straßen nicht mehr zu, werden die Fahrzeuge für Baumpflegearbeiten oder für den Winterdienst umgerüstet. Ein Fahrzeug, viele Einsatzmöglichkeiten. Der Chef Kurt Meintger wagt schon mal einen Blick in die Zukunft. Das Gute und das Bessere wird sich einfach durchsetzen. Wer beackert denn heute in Deutschland noch sein Feld mit Pferd und Wagen? Mit wenig Geld die wertvollen Straßen erhalten und das bei höchster Sicherheit. Die Meinker GmbH ist ihr Spezialist im Straßenbau, von der Straßenunterhaltung und Straßenerneuerung über die Baumpflegearbeiten bis hin zum Winterdienst.